Heute geht es um Ahsoka Tano, die von ihrem Meister Anakin Skywalker aus Snips genannt wurde. Sie war eine weibliche Tortuga-Jedi des Alten Ordens, die zur Zeit der Klonkriege lebte. Sie wurde von Jedi-Meister Plo Koon auf dem Planeten Shili aufgrund ihrer hohen Machtsensitivität entdeckt und von diesem in den Jedi-Tempel, in welchem sie ihre Kindheit als Jüngling verbrachte, gebracht. Mit 14 Jahren teilte man die Tortuga ihrem Meister Skywalker in der Schlacht von Christophis zu, in welcher sie zusammen mit dem Jedi den feindlichen Schildgenerator zerstörten und so den Sieg der Galaktischen Republik sicherten. Danach retteten sie den Hutling Rotter aus den Händen des Sith-Assassine Asajj Ventress und brachten ihn zu seinem Vater Jabba. Später hatte sie viele weitere Einsätze als Jedi-Padawan. Zum Beispiel begleitete sie ihren Meister unter anderem nach Butawui, der Skytop-Station, und in das Abregado-System. Auf der Tranquility erhielt sie zum ersten Mal einen eigenen Auftrag, als sie Newt Gunray bewachen sollte, welcher aber von der Konföderation unabhängiger Systeme befreit wurde. Nach Einsätzen auf Vancor, Madrid und Naboo musste Ahsoka in der Schlacht um Ryloth einen großen Rückschlag hinnehmen, als fast ihre gesamte Staffel aufgrund eines von ihr missachteten Befehls umkam. Später sorgte sie jedoch dafür, dass die feindlichen Bomber nicht die Hauptstadt Lissu zerstören konnten und rettete Mace Windu. Nach der Schlacht von Kyrus kämpfte sie auf Felucia, wo sie erneut einen Befehl missachtete und deshalb als Archivwache eingeteilt wurde. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass der Kopfgeldjäger Cad Bane ein Hologramm daraus stahl. In der darauffolgenden Schlacht über dem Dschungelplaneten Devaron wurde sie von diesem als Geisel genutzt, um ihrem Meister das Hologramm öffnen zu lassen. Später verhinderte Ahsoka aber, dass er auf Naboo ein machtsensitives Gungan-Kind entführte. Sie wirkte danach an der Zerstörung einer Druidenfabrik auf Geonosis mit. Nach einem geringen Zeitraum stellte Ahsoka auf Coruscant zwei Verbrecherinnen, welche ihr Lichtschwert von einem anderen Dieb erbeutet hatten, vertrieb die Piraten von Felucia und rettete ihren Meister und Mace Windu aus den Trümmern eines Venator-Klasse Sternzerstörers, bevor sie die Verfolgung von Boba Fett auf sich nahm. Neben der Ausbildung von mandalorianischen Studenten rettete sie auch Padma Amidala aus den Fängen der Kopfgeldjägerin Aurra Sing und schloss Freundschaft mit Separatisten Lux Monteri, mit welchem sie Monate darauf in der Schlacht von Ondreon kämpfte. Auf Mortis verlor Ahsoka ihr Leben durch den Sohn, konnte aber dank der sterbenden Tochter wieder auferstehen. In der Zitadelle gelang es der jungen Tortuga mit einem kleinen Rettungsteam, den Jedi-Meister Ivan Pilz zu retten und geheime Koordinaten für eine Hyperraumroute zu erfahren. Nachdem der Padawan von Trandoshan auf der Welt Vasaag gefangen genommen und entkommen konnte, erreichte sie mit dem Mon Calamari-Prinzen Disha die Freiheit des Planeten Duck. Noch im selben Jahr entführten sie Hondo Onaka und seine Piratenbande nach Florum, doch sie wurde von 6 Jünglingen gerettet. Nach einem Anschlag auf den Jedi-Tempel wurden Ahsoka und Anakin nach Coruscant zurückgerufen, um den Fall zu bearbeiten. Dabei kam heraus, dass Leta Tormund ihren Ehemann mithilfe von Nanodroiden zu einer Bombe machte und ihn deshalb bei seiner Arbeit im Jedi-Tempel hochgehen ließ. Captain Tarkin ließ Leta in ein staatliches Gefängnis verlegen. Später wird Ahsoka zu Leta gerufen, da dies die einzige Person ist, an die sie sich wenden will. Ahsoka spricht alleine mit ihr in der Zelle, als Leta plötzlich aus dem Nichts mit der Macht zu Tode gewürgt wird. Daraufhin muss Ahsoka fliehen, da man sie verdächtigt, Leta umgebracht zu haben. Ahsoka wurde danach eine Gejagte und musste vor den Truppen der Republik in die Unterwelt fliehen. Dort wurde Ahsoka von Asajj Ventress angegriffen. Sie schloss mit ihr einen Pakt, dass Ahsoka den Senat bittet, über Asajj Vergehen hinwegzusehen und Asajj ihr im Gegenzug dabei hilft, ihre Unschuld zu beweisen. Plötzlich erschien Anakin mit einem Kanonenboot, doch sie konnten wieder entkommen. Ahsoka nahm Kontakt zu Barriss auf, welche ihr entgegnete, dass sie das Nanodroidenlager gefunden habe. Nach dem Gespräch erschienen plötzlich Klonkrieger, allerdings schafften es Ventress und Ahsoka, sie niederzuschlagen, ohne jemanden ernsthaft zu verletzen. Asajj ging mit Ahsoka noch bis zu dem Lager und ließ sie nun allein. Ahsoka betrat das Innere, doch von hinten griff eine unbekannte als Ventress maskierte Person mit Asajj Lichtschwertern an. Ahsoka verlor den Kampf und nun stand Wolf hinter ihr und betäubte sie. Den Angreifer von Ahsoka sahen sie jedoch nicht mehr, da dieser geflüchtet war. Anakin und Plo Koon brachten die junge Jedi daraufhin zurück in den Tempel. Im Tempel wurde Ahsoka zu einer Vernehmung in die Kammer des Urteils gebracht. Dort beschlossen die Jedi-Meister, dass sie aus dem Orden ausgeschlossen werden sollte. Danach gab es einen Prozess der Galaktischen Republik. Admiral Tarkin startete diesen als Ankläger. Er zählte Ahsokas Makel und die Beweise, die alle gegen sie sprachen, auf. Sie versuchte sich so gut es ging zu verteidigen, aber Tarkins Argumente waren die glaubhafteren. Und so wurde über das Urteil abgestimmt. Kurz bevor Kanzler Palpatine das Ergebnis verkünden wollte, platzte Anakin mit Barriss Sophie in den Saal. Barriss wurde gezwungen, vor dem Gericht auszusagen. Es stellte sich heraus, dass sie der Kopf hinter dem Anschlag war. Sie tat dies, weil sie den Jedi-Orden als die Verantwortlichen für den Krieg betrachtete
und die Republik für verloren hielt. Nach einer Entscheidung der Jedi-Meister wurde der Tortuga angeboten, wieder in den Orden zurückzukehren. Anakin hielt ihre Perlenkette hin, die sie erneut in den Padawan-Stand heben sollte. Doch Ahsoka lehnte das Angebot ab und verließ den Raum. Anakin lief ihr nach und fragte sie nach ihren Beweggründen für diese fatale Entscheidung. Ahsoka antwortete, dass sie das Vertrauen in sich, in den Hohen Rat der Jedi und in den Orden verloren habe und nun in Ruhe über alles nachdenken wolle, um sich mit ins Reine zu kommen. Sie wandte sich ab und ging alleine ihren eigenen Weg ins Ungewisse. Alleine verschwand sie im Sonnenuntergang. Später erschien sie Yoda in einer Machtversion. In dieser verstarb Ahsoka, ohne zu wissen, ob sie durch ihr Exil eins mit der Macht werden konnte. Ungefähr ein Jahr später ist Ahsoka dem ehemaligen Sith Lord Maul auf der Spur. Sie hat ihr letztes Treffen mit Anakin Skywalker und bekommt ihre alten Lichtschwerter wieder. Sie erhält auch das Kommando über eine Armee von Klonsoldaten unter der Führung von Captain Rex. Sie belagert Mandalore und duellierte sich mit Maul und konnte ihn letztendlich in einem Strahlenschutz gefangen halten. Doch bevor sie ihn gefangen nehmen können, ruft Konstantin Palpatine die Order 66 aus. Und somit stellen sich alle Klone bis auf Captain Rex, der seinen Inhibitor-Chip entfernt hat, gegen Ahsoka. Ahsoka, Maul und Rex können fliehen. Dabei täuschen sie und der Klon ihren Tod vor. Danach tauchte Ahsoka unter dem Decknamen Ashla auf dem staubigen Planeten Tabeska unter, wo sie vom einflussreichen Fadi-Clan unter ihre Fittiche genommen wurde. Dort wohnte sie in einer spartanisch eingerichteten Hütte, wo sie ihr ohnehin schon knappes Hab und Gut versteckte. Im Jahr 18, vor der Schlacht von Yavin, am ersten Tag des Imperiums, wurde Ahsoka jedoch gezwungen zu fliehen. Über die Dächer der Stadt rannte sie zum Raumhafen, wo sie ein Schiff stahl und sich eine neue Heimat suchte. Ahsoka schloss sich um 14 vor der Schlacht von Yavin der gerade neu gegründeten Rebellion an und wurde wichtiges Mitglied der Phönixflotte. Unter dem Decknamen Fulcrum warf sie weitere Rebellenzellen an. Ahsoka war an vielen Einsätzen beteiligt, wie zum Beispiel, als die Inquisitoren machte intensive Kinder stahlen. Dabei traf Ahsoka gerade noch rechtzeitig bei dem zweiten Ziel ein, um Kanan, Zeb und Ezra zu retten, die aber von den Inquisitoren verfolgt und besiegt worden waren. Um den Dreien und dem Baby die Flucht zu ermöglichen, lieferte sich Ahsoka mit den beiden Inquisitoren einen Kampf, welchen die zwar gewann, im Anschluss daran aber fliehen musste, da imperiale Truppen anrückten. Ihr vorerst letztes Duell hatte sie auf Malachor. Dort traf sie auf Darth Vader bzw. Anakin Skywalker, ihrem alten Meister. Ahsoka meinte, dass sie sich dafür rächen würde und griff Vader an. Mit ihrem akrobatischen Kampfstil setzte sie sich gegen seine schwerfälligen, aber starken Angriffe zur Wehr. Mit einem Machtstoß schaffte Vader es, sie von der Spitze zu stoßen. Daraufhin widmete er sich wieder dem Holocron, das mittlerweile von Kanan und Ezra aus dem Tempel gezogen wurde. Durch das Entfernen des Holocrons fiel der Tempel in sich zusammen. Die zwei waren unterwegs zu ihrem Schiff, das von Chopper zur Spitze gebracht wurde. Doch Vader zog am Holocron und hielt sie somit auf. Vader, fixiert auf das Holocron, bemerkt nicht, wie sich Ahsoka von hinten näherte und sich auf ihn stürzte. Mit diesem Angriff trennte sie einen Teil seiner Maske auf der rechten Seite ab und setzte so Vaders Gesicht frei. Ahsoka erkannte ihren alten Meister wieder und versprach ihm, ihn dieses Mal nicht zu verlassen. Dieser war fest entschlossen, sie zu töten, und die zwei setzten den Kampf fort. Ezra wollte ihr zu Hilfe ein, doch Ahsoka beförderte ihn mit einem sanften Machtstoß zurück und Kanan flog mit ihm davon, während Vader und Ahsoka weiterkämpften. Nach der Flucht von Kanan und Ezra explodierte die Spitze und Vader, dessen Anzug schwer beschädigt war, verließ den Tempel. Ahsoka wurde danach tot geglaubt, doch in der vierten Staffel von Rebels gelang es Ezra durch der World Between Worlds, wie sie genannt wird, durch ein Portal, das durch Raum und Zeit geht, Ahsoka im Gefecht mit Vader herauszuziehen und somit zu retten. Nachdem sich der Imperator dann auch einen Nutzen dieser Welt machen wollte und sich dem Kampf anschloss, trennten sich ihre Wege. Doch in der letzten Folge von Rebels sieht man Ahsoka Tano nach der Schlacht von Endor komplett in Weiß, wie sie sich auf den Weg macht, mit Sabine den verschollenen Ezra wiederzufinden. Wie es mit Ahsoka weitergeht, wird man dann wahrscheinlich in der neuen animierten TV-Serie Resistance erfahren. Bis dahin war's das für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Abonniert den Kanal sowie unseren Hauptkanal Meister Juju und dann danke ich fürs Zusehen und dann ciao und bis zum nächsten Mal.